So, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Infraspace. In der letzten Folge haben wir versucht, dass wir hier über die Schlucht eine Brücke kriegen. Und ich habe jetzt mal ein bisschen hin und her probiert und habe jetzt eine Lösung gefunden, wie ich eine Brücke rüberkriege. Optisch ist es jetzt nicht hundertprozentig, muss ich sagen. Und es geht auch nur über einen kleinen Umweg. Weil wir haben es ja versucht, dass wir hier die Betonstraße nehmen, hier angeklickt haben, es zeigt uns ja schön an, dass es als Brücke gebaut werden würde. Aber wenn wir jetzt drücken, senkt sich das alles runter auf die Sandebene, sagen wir es so. Jetzt habe ich allerdings die Methode gefunden, wenn wir jetzt hier einfach mal eine Straße setzen. Wir machen die jetzt einfach, setzen wir mal so hin. Ungefähr in diese Richtung. Machen wir jetzt hier so ein Stück Straße hin. Nutzen jetzt allerdings unser Verschiebetool. Und können mit diesen hier rüber gehen. Und das Ganze hier einfach bauen. Wenn wir das mit dem Verschiebetool rüberziehen, passt sich das hier an. Und es entsteht eine Brücke. Was halt ein Problem ist, hier die Pfeiler hängen teilweise in der Luft. Aber vielleicht wird da noch im Laufe der Entwicklung was gemacht, dass das vielleicht schöner funktioniert mit Brücken bauen. Aber so können wir immerhin schon mal hier rüberfahren. Und das ist ja die Hauptsache. Dann können wir hier auch gleich anschließen. Dann können wir nämlich aus der Stadt direkt rüber hin und her fahren. Wir können von unten rum herfahren, wie unsere Fahrzeuge das möchten. Und können hier jetzt schön unser Alu fördern, was wir ja hier stehen haben. Wir haben bloß, glaube ich, aktuell das Problem. Fördern die überhaupt? Ne, die stehen still. Ach, die Lagerkapazität von denen ist voll. Also müssen wir gucken, wie wir hier weiter vorgehen. Für was haben wir denn überhaupt Alu gebraucht? Ah, für die Computertechnik war das. Das war die Computertechnik. Wir haben ja die Chips alle separat. Hier unten, wo ich ja auch schon mit dem Gedanken gespielt habe, ob wir das nicht ein bisschen auslagern könnten auf hier hinten. Weil da mal Eisen, Kupfer, Schwefel, alles das, was wir hier nicht bräuchten. Und hier deutlich mehr Platz zum Verarbeiten. Weil wir haben gesagt, Bonus verlieren wir ja nur von den Minen. Aber wir geben hier den untereinander Boni. Schwierig. Aber bevor ich jetzt Computerfabriken hinbaue und das danach umziehen muss, mache ich es lieber gleich. Haben wir hier hinten eigentlich auch noch irgendwo Alu? Hier ist alles Eisen, ne? Also Aluminium muss da oben vom Berg kommen. Nein, hier unten wäre es sogar auch. Dann müssten wir es gar nicht von da oben runterfahren. Es wäre vielleicht dann eher sinnvoll, hier mit einem Zug zu machen. Oder wir bringen die komplette Computerindustrie hier hoch. Weil ich sag mal so, hier ist Eisenerz, hier ist Kupfer. Und was anderes brauchen wir ja hierfür nicht, oder? Die Forschung gucken wir uns gleich an. Eisenerz und Kupfer. Brauchen die. Die brauchen die Elektromodule, was die hier herstellen. Und Eisenerz. Okay. Das sieht gut aus. Die brauchen dann Alu. Die grünen Chips und die blauen Chips. Warte mal, blaue Chips? Wer produziert denn jetzt blaue Chips? Produziert blaue Chips. Woher kriege ich dann die? Jetzt müssen wir mal aufpassen. Woher kriege ich dann diese blauen Chips? Oder was sind die überhaupt? Jetzt muss ich mal aufpassen. Das sind die Mikrochips.
Die produzieren wir auf jeden Fall auch schon. Ach, das sind die hier. Das sind die. Die brauchen Sand- und Elektromodule. Das wird man aber alles hier oben unterkriegen, oder? Und ist alles ziemlich in der Nähe. Eisen haben wir gesagt, Kupfer haben wir, Alu haben wir jede Menge. Da hinten wäre nochmal Eisen, nochmal Alu. Hier unten auch jede Menge, doch das wäre, glaube ich, gar nicht so blöd, diese Produktionsstätte hier hochzulegen. Und könnte es ja theoretisch auch hier runter ausweiten. Schwierig. Das ist echt eine schwierige Nummer, ob ich oder ob man es hier gleich hier unten baut. Aber gut, diese Fläche wird hier auch eine Weile reichen, oder? Wie groß ist denn das Ganze hier unten? Ja, würde funktionieren. Bei Kupfer ist hier unten, da können wir gleich an der Straße mit hochnehmen. Sand ist ja überhaupt kein Thema. Können wir von da und von da aus anliefern. Komm, das machen wir. Wir gehen jetzt mal kurz auf Pause. Dann werden wir den Kupferabbau hier rüberlegen. Ich hoffe, das ist eine gute Idee, was ich gerade mache. So, den da dahin. Weil ich möchte auch ein bisschen die Transportwege verkleinern. Dann haben wir den noch da dran. Und den nehmen wir auch gleich mit. So, den setzen wir dann so erstmal hin. Soll ja optisch auch ein bisschen passen, dann machen wir es so. Okay. Dann binden wir diese Straße gleich an. So, das machen wir so. Und ziehen das hier hinten rum. Und werden das machen. Oh, wir sollten vielleicht mal Einbahnstraßen erforschen. Weil dann könnte man sagen, hier fahren sie rein. Und hier hinten fahren sie wieder raus. Müssen wir bloß schnell hier den Strommast ein bisschen versetzen. Was habt ihr jetzt hier für ein Problemchen? Ah, das ist wieder Kollision mit dem da. Okay. Strom habt ihr ja, oder? Oh, Mist. So. Okay, der da hinten hat jetzt keinen Strom. Okay. Dann kriegst du ihr hier unten auf jeden Fall noch so ein Umspannwerk hier hin. Was decke ich denn damit ab? Komm, das setzen wir dahin. Dann ist das auf jeden Fall schon mal mit verbunden. Dann ist diese Linie schon mal da.
Den Schwefel, den könnten wir eigentlich hier hinnehmen und die Eisenmine gleich hier. Dann kommt das alles von hier unten. So, das wird jetzt wahrscheinlich zum Schluck aufführen erstmal bei uns. Lass mich mal aus dem Strommenü bitte raus und gehe wieder auf Pause. Aber ich glaube, für die weitere Produktion schadet es uns so nicht. Hoffe ich zumindest. Weil ich möchte die Teile lieber an einem Ort zentral haben, die ganzen Computersachen, als dass die hier wirklich quer durch die Gegend transportiert werden. So, habe ich hier drüben noch mal eine Eisenmine oder war's das? Das war's. Die wird jetzt hier auch gleich angeschlossen. So, die kriegen eine Zufahrt. Ich denke, die werden wir direkt hier rüberziehen. Dann können wir hier nämlich auch gleich noch diese wie heißen sie denn jetzt wieder? Schwefel. Abbauten gleich hier hinsetzen. Vielleicht ist es wirklich für uns dann wirklich angenehm, aber das werden wir danach gleich mal testen. Und eine haben wir, glaube ich, noch, oder? Klar, irgendwann werden wir die ganzen Rohstoffe wahrscheinlich brauchen. Aber bis es soweit ist, seid ihr alle angeschlossen? Jawohl. Dann haben wir die komplette Produktion hier. Muss wahrscheinlich hier die dann auch mit runternehmen. Und wir brauchen ja Sand. Das ist eigentlich die ganze Sandproduktion von hier unten. Brauche ich da wirklich drei? Wie schaut denn das bei uns aus, sandmäßig? Ja gut, da könnten wir eigentlich eine eigene Sandmine noch aufmachen. Und die würde ich fast dann auch hier oben in die Nähe setzen. Dann machen wir jetzt hier nochmal separate Sandlinien. Dann müssten wir das alles haben, was wir hier oben brauchen. Was ist das Problem? Eisenerz ist jetzt aktuell das Problem, okay. Aber das werden wir dann gleich sehen, wenn das alles wieder läuft. Beziehungsweise müssen wir gleich mal gucken, wie es mit dem Strom ausschaut. Ah, die da unten haben keinen Strom. Das ist unser Problem gerade. Kann ich den jetzt irgendwie so unterbringen, dass der hier alles abdeckt? Machen wir so. Uff, der sieht ja bescheuert aus. Komm, den müssen wir nochmal abreißen. Das sieht ja aus wie Schlumpf.
Eventuell müsste ich den da oben dann halt versetzen. Oder warte mal, wir ziehen vielleicht die Straße hier noch ein Ticken nach hinten. Hey, den da will ich. Ja, das müsste passen. Dann können wir höchstens schauen, dass wir den da... so ein bisschen verschieben. Doch, das müsste schon hinhauen mit der Abdeckung. Vielleicht den dann hier auf die andere Seite gucken, mal schauen. So, den müssen wir jetzt auf jeden Fall erstmal anschließen. Und das könnten wir tun, indem wir... komme ich hier drüber? Machen wir so. Verbindet der? So, dann ist das jetzt auch wieder alles so, wie sie es gehört. Dann könnte sich jetzt die Produktion hier auch wieder legen. Das passt. Und dann müssen wir jetzt gucken, wie wir das jetzt hier unten machen. Als erstes müssen mal die grünen Chips hier hoch. Ich hoffe bloß, dass das gut geht. Wir könnten das eigentlich als Hauptstraße lassen und da daneben nochmal eine Straße machen, wo die Chipabteilung ist, dass wir die Wege nicht blockieren. Machen wir jetzt auch einfach mal so. So, wo habe ich jetzt meine Produktion hingeschoben? So, die nehmen wir mit. Dann haben wir jetzt hier den grünen. Ich hoffe, das war dann erstmal der letzte große Umbau. Aber ich hoffe, da, ich verspreche mir jetzt da jetzt echt viel davon. Vor allem, dass die Computerfabrik dann halt auch besser läuft und durch die bessere Anbindung es auch nicht mehr so lang dauert, weil das ist aktuell schon ein bisschen horrormäßig. Was haben wir jetzt da? 2, 4, 5. 3, 4, 5. Jo, machen wir mal so 5er Dinger. Mal gucken, kommen wir hier mit einer Straße durch. Kriegen wir auch hin. Da haben wir halt deutlich mehr Platz, das Ganze dann zu erweitern. Aber ich möchte halt gerne den Bonus mitnehmen von den ganzen Sachen. Ob wir die Forschung dann auch da hochlegen müssen, müssen wir schauen, weil die brauchen, glaube ich, auch Chips. Aber das müssen wir uns dann noch überlegen. Und lieber bauen wir das jetzt um, wo wir noch nicht so viele Gebäude stehen haben, als wenn wir das dann machen, wenn es deutlich mehr ist. Ich muss es auf jeden Fall im Pause-Modus machen, weil sonst könnten wir jetzt hier echt ein Problem kriegen. Ruf plus Material. Ja doch, das Material muss reichen dafür. So, dann kommt der da noch mit hin. Und wir hatten eh zu wenig, deswegen... bauen wir jetzt davon gleich noch einen weiteren mit auf. Mit dem bitte.
So, das haben wir schon mal. Jetzt müssen wir bloß gucken, welches gibt hier wem Bonus. Es gibt auf jeden Fall Bonus. Dann müssen wir gleich mal gucken, wie es mit denen ist. Wer nimmt davon Bonus? Auch die Grünen, der Rote profitiert davon nicht. Okay. Dann müssten wir das machen. Probier es jetzt mal so. Mist, ich hätte das Gebäude hier oben irgendwo hinsetzen können. Hoffentlich geht es jetzt da dahinter. Okay, da hätte man weiter hin können. Machen wir so. Das geht weg. Das schließen wir an. Die Haushaltsgeräte. Können wir so machen. Schauen wir auch, dass wir das so gerade wie möglich hier hinkriegen. So. Da haben wir Bonus. Den Bonus haben wir auch. Das geht nicht. Oh, das ist mies. Nee, warte mal, da ist noch Luft. So, geht doch. Den können wir noch lassen zum Erweitern. Und wenn ich jetzt nämlich den hier noch rübersetze, dann sollten die eigentlich noch mehr Bonus kriegen. Ja, genauso wie ich es wollte. Dann haben die von beiden Seiten Bonus. Genauso machen wir das dann hier mit der Computerfabrik und können diese drei Abteile dann erweitern. So war der Plan. Komm, ich setze es einfach so hin. Das muss wird ziemlich gerade sein. Genau. Dann haben wir jetzt das erstmal erledigt. Jetzt ist es die, genau, die Grünen brauchen nämlich das jetzt auch. Was braucht ihr? Ihr braucht Eisenerz und Kohlenstoff. Kohlenstoff haben wir hier unten eine kleine Produktion. Wir haben aber auch hier oben am Dorf ein bisschen was und könnten den Kohlenstoff hier eigentlich auch auslagern. Vielleicht auf diese Ebene. Dann können wir die Forschungsabteilung auf diese Seite setzen. Wäre, glaube ich, gar nicht so unsinnvoll. Oder wo setze ich die Forschung hin? Ja, doch hier. Aber das machen wir auch wieder wie hier drüben. Und zwar werden wir hier mit einer eigenen Straße weggehen.
schon mal weg. So. Und an die kommt jetzt dann die Forschung ran. So zumindest mal der Plan. Und dann können sie hier durchfahren, die Leute, wo wir es nicht brauchen. Und hier können sie abzweigen zu den verschiedenen Betriebszweigen. Und vielleicht könnten wir dann auch sagen, dass diese Ankunftsdinger hier an die Seite noch hinkommen. Finde ich auch nicht blöd, deswegen... So, kommt es hier rüber. Ist das ein gerades Landepad? Nein. Machen wir so. Können wir dann eben vielleicht nochmal ein zweites setzen. Mal gucken. Ist der Platz auf jeden Fall schon mal genutzt. Dann brauchen wir... blauen Forschungskapseln. Hey, warte mal, ich habe gesagt, ich möchte da eventuell ein zweites Landepad, gell? Ne, ist egal, wir machen kein zweites Landepad. Kommen dann dahin. Wie viel haben wir denn davon? Dreierreihen, okay. Und ich glaube, die Grünen machen jetzt darauf auch wieder Bonus. Ist. Nee, es geht natürlich wieder nicht. Aber den kann ich so hinsetzen. Ist da eine kaputte Straße darunter? Oder? Oh, scheiße. Das war jetzt nicht gut. Da habe ich einen gelöscht. Ne, das geht einfach nicht dahin. Okay. Dann müssen wir das anders machen. So, den dahin. So. Der dahin. Und dann hoffe ich, dass ich es jetzt so platziert habe, dass es mit dem Bonus auch gleich hinhaut. Ansonsten müssen wir die Reihen ein bisschen versetzen. Aber das wäre jetzt dann auch nicht so problematisch. Jo, dachte ich mir. Dann machen wir das Ganze so. Und setzen die hier so rein. Dann kriegen sie auch von beiden Seiten Bonus. Die Straße eigentlich gleich noch verlängern. Das Stück hier können wir wegmachen. Und dann kommt hier die letzte Forschungsstation auch noch hoch.
Gut, dann haben wir das Ganze. Jetzt haben wir hier eigentlich alles wieder aufgeräumt und das läuft da drüben ganz gut. Und warte mal, ihr braucht Kohlenstoff, haben wir gesagt, gell? Warte mal, ihr und ihr. Gibt es hier reine Kohlenstoffdinger auch? Die machen O2-Kohlenstoff, die machen nur O2. Ah, die kommen später mal. Und bis dahin werden wir die Luft- und Wasserversorgung hier. Luft- und Kohlenstoffversorgung hier oben haben. Ich habe da drüben 6 Stück stehen. Die haben bis jetzt eigentlich immer gepasst. Und ich habe da unten ein paar stehen. Also entweder lassen wir die stehen und tun die hier rüber. Oder wir machen. Oder wir machen es hier rüber. Ich glaube, das ist sinnvoller. Dann haben wir hier drüben bei der Stadt mehr Platz zum Bauen. Ich hoffe, dass das echt alles so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Nicht, dass wir jetzt hier wirklich gerade alles nur verschlimmern. Sind die angebunden? Ja. Dann setzen wir da noch einen dahinter. So. Dann werden die hier noch. Nein, du kommst an. Okay, ist eigentlich wurscht. Find dich an irgendeiner Seite. Jetzt ist nochmal die große Frage noch hier unten. Weil da haben wir ja auch Kohlenstoff. Wer brauchen da hier Kohlenstoff eigentlich? Du brauchst es. Und wer braucht es noch? Keiner. Brauchen wir die Sandminen? Brauchen wir hier unten für den da. Aber ihr braucht noch. Mist, wir brauchen hier unten auch Schwefel. Daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Das könnten wir jetzt entweder wirklich von da wieder wegnehmen oder so, oder hier hinten hin. Weißt du was? Das kommt hier hinten hin. Dann wird hier noch die Straße wird ersetzt durch Betonstraßen. Dann kommt das hier noch rüber. Der Rest wird jetzt erstmal ein bisschen aufgeräumt. Die kleine Straße hier kommt auch weg. Das haben wir zwar auch extra so gemacht, aber das können wir auch erstmal wegräumen. Da müsste ich eh mal gucken, ob man die Straßenverbindung hier vielleicht ein bisschen anders macht. Dass das optisch vielleicht auch ein bisschen eher hier reinpasst. Achso, warte mal, ich bin immer noch auf Versetzen. So. Sieht es doch schon mal besser aus. Dann können wir hier unten nämlich auch das hier wieder ein bisschen auflösen. Gut, das lassen wir erstmal. Die Verbindungsstraße hier rüber. Können wir eigentlich. Brauchen wir die noch? Aktuell nicht. So, dann ist das Ganze nämlich jetzt wieder ein bisschen cleaner.
Strom sollte hier hinten ja trotzdem sein. Oder? Ja. Den Strom, den können wir mal da hinten lassen. Das ist alles verbunden. Das geht auch alles hier rüber. Okay. Dann würde ich sagen, haben wir den Umbau erfolgreich hinter uns gebracht. Und können dann in der nächsten Folge damit loslegen, dass wir diese Heimcomputerproduktion mit ans Laufen kriegen. Ich weiß, war jetzt vielleicht ein bisschen hin und her geziehe, aber vielleicht könnt ihr nachvollziehen, warum ich das gemacht habe. Und ich glaube, so sind wir von der Nähe her, von der Produktion zur Stadt besser aufgestellt, weil wir können jetzt sagen, von hier unten, da wird das ganze Betonzeug produziert, kommt hier an. Wenn hier Kohlenstoff oder O2 so viel ist, können sie es hier rum hoch transportieren, hier in der Stadt abgeben oder hier weiterbringen. Und die hier unten können Eisen, Schwefel, Kupfer über diese Straße hier hinten hochbringen. Hier die Produktion und Aluminium kommt von der Seite. Wir können natürlich hier oben dann Aluminium hinten auch den Abbau anfangen. Dann kommt das alles Zulieferung hier lang, Weiterverarbeitung und wird im Endeffekt dann so in die Stadt geliefert. Sollte alles schneller gehen und reibungsloser. Die Forschung gucken wir uns auch in der nächsten Folge an. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Euch jetzt einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.